Herzlich willkommen bei StudyApp TV. Ich erkläre euch heute ein bisschen was zum Verpill-Symbol. So, Verpill-Symbol, wie kann ich das eigentlich erkennen? Das erkennt man schon mal an diesen eckigen, ja, Klammern, würde ich mal sagen, ne? Also quasi keine runde Klammer, sondern so eine eckige Klammer ist das jetzt. So, und diese eckige Klammer sagt uns jetzt erstmal, also x minus a bedeutet, dass wir x einmal kleiner a, nämlich nachher in unserer Anschauung haben, und einmal größer a. So, und das bedeutet, für alle Werte x kleiner a kommt automatisch bei dieser Verpill-Klammer 0 heraus. Und für alle Werte größer, also x größer a, kommt nämlich unsere Klammer wieder ganz normal mit runden Klammern hoch n raus. So, und den Fall, jetzt fällt euch vielleicht schon was auf, x gleich a, der ist für unser Verpill-Symbol, also für unsere Verpill-Klammer, gar nicht definiert. Also macht euch da nichts draus, denn hier gilt wirklich nur x kleiner a und x größer a. So, wenn man jetzt irgendwas sieht, also jetzt habe ich hier nochmal so ein kleines Beispiel, wobei das hier so ein kleiner Sonderfall ist, also gleiche Beispiel wieder, ihr guckt euch eigentlich die Klammer an, x minus a, und dann wisst ihr schon, die erste Variable zeigt euch quasi auch hier immer an kleiner bzw. größer, und die rechte Variable, das ist dann quasi auch die, die hier immer rechts steht. Also so kann man sich das ungefähr merken, also links steht links, rechts steht rechts. Und dann quasi genau so wieder anwenden, nur jetzt, wenn das hoch 0 steht. Alles, was natürlich wieder kleiner ist, kommt 0 raus, das ist ja immer so. Aber jetzt für die Fälle x größer a, kommt jetzt 1 raus, denn diese runde Klammer hoch 0 ist ja 1. Deswegen ein kleiner Sonderfall, deswegen kann man hier auch direkt 1 hinschreiben. Ihr hättet auch in den Klammern x minus a hoch 0 quasi schreiben können, aber da kommt ja 1 heraus. Also lasst euch davon nicht verwirren. So. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal so ein wenig, schon mal wenigstens diese Erläuterung dieser Verpill-Klammer erzählen. Im nächsten Video werde ich nochmal zeigen, wie man mit der Verpill-Klammer integriert oder ableitet. Und in einem noch weiteren Video werde ich euch zeigen, wie man das Ganze dann in der Mechanik nämlich benutzt. Weil meistens wird es eigentlich in der Mechanik verwendet. Alles klar, ich hoffe, ich konnte euch erstmal ein bisschen helfen, ein bisschen ins Thema einführen. Und viel Erfolg erstmal bei den Klausuren.